Ich bin nicht wirklich der Typ, der gut flirtet oder allgemein flirten kann. Ich würde mich selber als ziemlich innocent in Topic Romanze einschätzen. Was man laut einer Quelle aus China mir nicht ansieht, weil ich ein Playboy-Face habe. Yep. Ich war mehr verwirrt und geschockt als ihr gerade. Jedenfalls hat das alles, wie oft schon gesagt, ziemlich spät angefangen bei mir. Während jeder Junge in meiner Mittelstufe mindestens eine Beziehung hatte, lag meine Zahl auf 0. Und das hat sich bis zu meinem 18. Lebensjahr nicht geändert. Aber das kennt ihr schon, wenn ihr meine Beziehungsvideos gesehen habt. Naja, auf alle Fälle beginnt die Story, die ich heute erzähle, in der 10. Klasse. Ein Mädchen hat angefangen, Interesse an mir zu haben. Sie war ein Jahrgang unter mir und in meiner Nachbarklasse. Ich habe noch nie ein Wort mit ihr ausgetauscht und kannte sie nur, weil ein derzeitiger Freund mit ihr in denselben Kindergarten ging. Weil sie in meiner Nähe wohnt, oder wohnte, haben wir immer den gleichen Bus zur Schule genommen. Eines Tages auf dem Heimweg hat sie mich dann angesprochen. Sie fragte, hey, bist du nicht in derselben Klasse wie ich? Oh scheiße, ich brauche einen Fake-Namen. Hey, bist du nicht in derselben Klasse wie Tom? Ja, aber ich wäre lieber in deiner Klasse. Hätte ich gesagt. Nee. Hätte ich niemals im Leben gesagt. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die Konversation weiterging, aber ich glaube, sie hat nur noch erzählt, dass sie mit ihm in denselben Kindergarten war, was ich eigentlich schon wusste, aber nicht unterbrechen wollte, weil ich nicht unhöflich rüberkommen wollte und ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Naja, die Konversation hat geendet, ich habe mir nichts dabei gedacht, außer, dass sie vielleicht auf Tom steht. Congrats. Nach einer Weile ist nichts passiert, aber ich habe nach einem kurzen Smalltalk bemerkt, dass sie existierte. Sie war ein süßes Mädchen und hat mit mir geredet. Da hat sich mein 15-jähriges Herz schon Hoffnung gemacht. Jedenfalls habe ich da angefangen, sie zu bemerken und dann auch immer wahrgenommen, wenn sie in meiner Nähe ist. Ich habe hin und wieder kleine Anzeichen gelesen, dass sie mich vielleicht mochte. Wie zum Beispiel weirde Zwischendrängler zur Hofpause, obwohl es eigentlich genug Platz im Gang gab. Oder Beobachtungsversuche von mir. Aber es hat nicht lange gedauert, bis es ein bisschen deutlicher wurde. Mein Freundeskreis war mit mir in der Cafeteria, wir waren unser Standardplatz und ich saß ganz außen. Plötzlich kam eine Gruppe voller Mädchen, in der natürlich auch dabei. Scheiße, wie nenne ich sie? In der natürlich auch Emma dabei war. Ich war ziemlich überwältigt, auf einmal voller Mädchen umzingelt zu sein und dann hat einer gefragt, findest du Emma hübsch? Und ich, ew, habe ich nicht gesagt. Aber stattdessen, ihr seid alle hübsch. Ich war in Panik, okay? Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber mein Kopf hatte danach ein Blackout. Oder ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Aber eins weiß ich, das war meine erste romantische Interaktion mit einem Mädchen. Best freaking day of my life. Ab dem Moment hatte ich wohl einen Crush auf sie. Ich weiß, ziemlich weird, oder? Naja. Später habe ich auch eine Nachricht mitgeteilt bekommen von Mädchen aus meiner Klasse, wie Hi von Emma. Ich hatte wirklich nur Ahnung, was ich in so einer Situation machen sollte, weil das alles Neuland für mich war. Ich habe bis zu der Zeit noch nie so eine Art von weiblicher Zuneigung bekommen. Was? Wie? Wieso ich? Ich bin ein Nerd. Früher hatte ich weniger Selbstbewusstsein als heute. Irgendwann habe ich sie auch auf Facebook geaddet und wir haben angefangen ein bisschen zu schreiben. Ja, ihr denkt euch jetzt bestimmt, ist doch klasse, sie mag dich und du hast auch Interesse an sie, du musst sie nur noch fragen. Ja, nee. Es gab drei Faktoren, die dagegen gesprochen haben. Erstens, ich bin shy und ich habe mich einfach nicht getraut. Zweitens, paar Jungs von meiner Klasse meinten, dass sie und ihre Freundinnen mich nur probiert haben zu verarschen. Ich war nicht sicher, ob das stimmt und ich weiß das sogar bis heute nicht. Drittens, als Tom alles erfahren hat, sah er ziemlich traurig aus. Ich bin nicht der Beste im Menschenlesen, aber ich glaube, er hatte Interesse an sie. Ich habe auch öfters gesehen, wie er mit ihr geredet hat. Naja, ich wollte ihn nicht wirklich verletzen, weil er mein Freund war und ich ihn seit der ersten Klasse kannte. Und so verging die Zeit, ich habe sie nie gefragt und irgendwann habe ich auch die 10. Klasse absolviert. Das war meine erste Erfahrung mit Romanze. Ich habe nie erfahren, ob sie mich nun wirklich mochte oder nicht. Deswegen habe ich sie vor kurzem angeschrieben auf Facebook und gefragt. Ich habe echt zweimal überlegt, ob ich sie anschreibe. Ich bin einfach, wie gesagt, nicht so ein Typ, der sowas macht. Und einfach fragt. Was ich nicht alles für euch mache. Ich habe geschrieben, yo, hey, ich weiß, dass es jetzt ziemlich random kommt, aber kennst du mich noch? Und sie... Aber nach 4 Tagen hat sie plötzlich geantwortet. Ist jetzt eine komische Frage, aber als wir beide noch zur selben Schule gingen, hattest du mal einen Crush auf mich? Von meiner Seite ja. Und sie hat danach nicht mal die Nachricht geöffnet. Yep. Vielleicht hat sie sich gedacht, dass ich wieder Interesse an ihr habe. Warte. Habe ich einen Korb bekommen? Yo, ey,
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like, lasst ein Abo da und schreibt mir gerne in den Kommentaren von eurer ersten romantischen Erfahrung. Yeah. Vergiss nicht, mich auf Instagram zu followen, denn gerade läuft irgendwas Cooles. Ich weiß nicht genau was. Checkt einfach meine letzten Videos ab. Und ja, das war wohl mein zweiter Korb. Ja. Ich frag sie nochmal in 5 Jahren.